das Fahrerassistenzsystem Intelligenter Geschwindigkeitsassistent und Verkehrszeichenerkennung, TSR, kombiniert die Funktionen der Geschwindigkeitsregelanlage und der Verkehrszeichenerkennung. Der Fahrer kann die auf dem Verkehrszeichen erkannte Höchstgeschwindigkeit festlegen. Die Verkehrszeichenerkennung ist beim Start des Fahrzeugs immer eingeschaltet. Der intelligente Geschwindigkeitsassistent muss dagegen über die Bedienelemente am Lenkrad aktiviert werden. Die Verkehrszeichenerkennung nutzt eine im oberen Bereich der Windschutzscheibe angebrachte Kamera, die folgende Verkehrszeichen im Straßenverkehr erkennt: normale Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen mit Zusatzzeichen, zum Beispiel für Nässe, Schnee oder Nebel. Überholverbote. Ende aller Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Verkehrszeichen werden in Echtzeit auf dem Instrumentendisplay angezeigt. Über den intelligenten Geschwindigkeitsassistenten kann der Fahrer eine Höchstgeschwindigkeit einstellen. Erkennt das TSR-System eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung, kann der Fahrer das Tempolimit über die RES-Taste am Lenkrad übernehmen. Bei den Versionen mit Satellitennavigationssystem nutzt das TSR-System auch die von den Navigationskarten stammenden Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen.